reinspaziert in den 8. Spieltag der Deichenhandball-Bundesliga. Der HC Erlangen empfängt vor ausverkaufter Hütte den THW Kiel. Die Vergangenheit, die spricht eine eindeutige Sprache. Bisher hieß der Gewinner in allen Duellen immer THW Kiel. Die Zebras aktuell im Reisestress. Nur 3 Tage nach dem souveränen Sieg in der European League gegen RK Nexe Nasice stand also Bundesliga auf dem Programm. Der erste Treffer, der gebührt den Kielern. Emil Matzen zur ersten Führung für die Zebras, die sich insbesondere zu Beginn in der Defensive schwer taten. Andreas Wolf sah keinen Stich in den ersten Minuten. Er wurde dann im weiteren Verlauf für Thomas Schmirkwer ausgewechselt. Der THW dann besser, weil der HC Erlangen das Spiel ein wenig aus der Hand gab. Nur selten kam Jonathan Svensson zu solchen Gewaltwürfen. Halbzeitstand 18:15 für den THW, der wieder personell aus dem Vollen schöpfen konnte. Elias Ellison, Ashipa Götu zurück nach Patellasehnenproblem. Er mit diesem sehenswerten Treffer, den wir uns natürlich gerne noch mal in der Wiederholung anschauen. Er überwindet in dieser Szene Khalifa Getban, der im Erlanger Tor keinen sonderlich guten Tag erwischte. Gleiches galt im Übrigen für Clement Fellin, der anfing. Der THW, der kam immer besser ins Rollen. In dieser Szene weiß Domagoj Duvniak Emil Matzen souverän und mit viel Spielwitz zu bedienen. Die Kieler nahmen immer mehr das Zepter in die Hand. Erlangen fand in der Defensive überhaupt keine Lösungen. Erik Johansson, sonst für Gewaltwürfe aus der zweiten Reihe bekannt, hier beweist er ein feines Händchen. Die Erlanger konnten nicht mehr anknüpfen an die gute Angriffsleistung aus den ersten Minuten. Das lag auch daran, dass Thomas Schmirkwer einen guten Tag erwischte. Der Schlussmann am Ende mit 9 Paraden. Deutlicher Sieger im Torhüter-Duell gegen Getban und Clement Fellin. Rein in die Schlussminuten. Das Spiel, es plätscherte ein Stück weit vor sich hin. Einzelaktionen auf beiden Seiten prägten das Spiel. Und immer wieder hieß der Sieger Thomas Schmirkwer. Der THW bog also ein in die Siegerstraße, gewinnt in Erlangen sehr souverän und kann damit einen goldenen Oktober verbuchen. In diesem Monat der deutsche Rekordmeister ungeschlagen.